Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Jo, diesmal spielen wir mal wieder eine Runde Online-Season. Und was ich übrigens gerade mal machen könnte. Schwarz habe ich noch, den hebe ich mir noch ein bisschen auf übrigens. Der hat eine 4-2-2-2-Formation. Noch irgendjemand hatte doch eine. Den Typen nehme ich mal nicht. Nein, nein, nein. Irgendwo hatte ich noch jemanden hier mit einer guten Formation. Ah ne, es war 4-4-2. Na gut. Und zwar nehmen wir diesmal mal Diego hier mit rein. Und zwar auf links außen. Der passt da auch halbwegs mal rein. So. Nach dem letzten richtig beschissenen Spiel einfach. Ich glaube, das war so. Ich weiß nicht, ob das bisher der größte Ausraster war, aber das war schon so. Relativ hoch angesiedelt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir legen gleich mal los hier. Mit unserer Silbermannschaft diesmal. Wo wir hoffentlich ein bisschen mehr reißen werden. Zu Hause. Bronze. Sehr interessant. Der hat es damit in Liga 2 geschafft. 23er Chemie, kein Manager. Mit Innenverteidigern im Sturm. Boah. Alter Spiel. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Innenverteidiger im Sturm, links. Also irgendwas will er damit bezwecken. Entweder ist er, ich wette, ist er Überskiller. Macht das nur, um einen zu demütigen. Mit so einer Mannschaft dann. Das wäre es auf jeden Fall. Das wäre es richtig, Alter. Das wäre hammermäßig. Zack. Ich mache jetzt hier keine halben Sachen. Dembele, zweite Minute Tor. Ja, muss doch einfach sein jetzt. Also nach dem letzten Spiel, ich habe kein. Ja, an Source habe ich mir schon gedacht. Ich denke, das musste von ihm aus einfach sein. Habe ich die. Ja, ich habe die Punkte bekommen. Leicht verdienteste 3 Punkte bisher überhaupt. Wie geil. Na gut, das schneide ich jetzt mal nicht raus hier und fange die Folge nicht neu an. Das lasse ich einfach mal drin. Ach, das ist doch mal ganz geil. 1-0 gewonnen. Wie geil. Problem ist natürlich jetzt nur, aber ist mir eigentlich jetzt relativ egal, dass die jetzt Verträge verbraucht haben. Gut, nächstes Spiel. Geil. La 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 la. So, Türk Telekom. Ach du Scheiße. Yakunan gibt es als Stürmer in Form, wusste ich gar nicht. Ich kann die nur als rechter Mittelfeldspieler in Form. Gute Mannschaft auf jeden Fall, was er da hat, eine gute Bundesliga-Mannschaft. Ja, Reus auch noch dabei. Nicht mal so kostenaufwendig, aber wirklich eine gute Mannschaft. Sydney Sam, der erst. Boah, wann war denn das? War das am Freitag? Oder war das schon vorher? Auf jeden Fall hat er sein erstes Länderspiel gemacht. Gegen ein. Na gut, die Folge dürfte sowieso ein bisschen später rauskommen. Aber auf jeden Fall hat er sein erstes Länderspiel gemacht. Der gute Sydney Sam. Für Deutschland. Gegen Ecuador. Was übrigens ein sehr spannendes Spiel war. So, Verteidigung steht schon mal. Oh, komm, spiel den Pass. Nein, ah, hat er eigentlich? Nein, den muss ich doch machen, Mann. Boah, faul, hallo. Komm. Pff, nicht mal so schlecht. Wow. Komm, Marika, zieh durch, Marika, ja. Marika mit dem 1-0 in der 10. Minute. Sehr schön. Boah.
Gucken wir uns nochmal ganz kurz an hier. Ja. Genau ins Eck. So, was versucht er damit jetzt zu bezwecken? Ich weiß es nicht. Marika, ach Mist, schade. Das habe ich ein bisschen vertändelt jetzt. Hätte ich mehr draus machen müssen. Den Pass spielt er gleich in die Mitte, genau. Und da verliert er den Ball. So, spielen wir einfach mal so einen Pass hier. Der kommt an. Ja. Den habe ich eigentlich im Ausgesehen, aber okay. Boom. Schade. Kopfball. Ja. Hammer. Cohen. Sehr schön. 15. Minute. War das ein geiles Tor. Einfach mal raufgeballert. Und dann den Nachschuss will ich es ja nicht nennen, aber den Nachkopfball sozusagen. Verwertet. So macht FIFA Spaß. Nein. So. Nächste Chance und er steht defensiv irgendwie, ich will es ja nicht sagen, aber eigentlich extrem schlecht. So, was macht er jetzt? In die Spitze. So, zack. Cohen. Marigan ist nicht gut gewesen. So, was macht er da? Wieso ein Pressing hier aus? Oh Gott. Oh Mist, hab ich nicht mehr. Scheiße. Den habe ich dafür. Komm, Marika. Ach, schade. Habe ich abgefangen. Und der Pass kommt nicht durch. Mann. Rajkovic. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht auf jeden Fall. So, Wettkampf mit dem Abstoß. Oh, Santana müsste den eigentlich haben. Na, hat er. Na, Mist. Mache ich das, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Er hat da nämlich nicht gerade langsame Innenverteidiger in seiner Mannschaft. Nein, spiel den Pass. Nein, was ist das denn? Wie weit ist der denn vorbeigegangen? Also ich will mir auf jeden Fall hier nicht so sicher sein, dass das Ergebnis schon reicht für den Sieg. Habe ich auch gar keine Lust zu. Na gut, Mist. Den habe ich. Oh, sehr schön. Nein, Mann! Er hatte, glaube ich, Wiese im Tor. Der geht ziemlich overpowered ist eigentlich in dem Spiel. Also Wiese müsste derzeit meiner Meinung nach so eine 75er Wertung bekommen insgesamt. Wenn man nach dem derzeitigen Stand geht. Wiese spielt ja gar nicht mehr. So. So, zack. Bittenkur. Jetzt eine Flanke, die war glaube ich noch ein bisschen abgefälscht und daher kommt die nicht gut an. So. Läuft aber bisher eigentlich ganz gut. Muss ich mal sagen. Oh, scheiße. Und jetzt kommt das Gegentor. Ja. Genau, wenn ich sage, passiert es. Ach, natürlich nicht so gut. Genau deshalb sollte ich meine Chancen hier besser nutzen. Oh, Mist.
Der geht ins Aus. Der geht ins Aus. Schade. So, den habe ich. Oh, komm, der Pass kommt an. Ja, der passt. Dembélé mit dem 3:1 in der 44. Minute. Sehr schön. Boah, das wird nochmal auf jeden Fall ein bisschen Entlastung. Das nimmt ein bisschen Entlastung vor allem. Das nimmt die Last und bringt Entlastung. So. So kann man das, denke ich, besser sagen. So, sehr schönes Tackling. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Als jetzt darf hier nicht so mehr, nichts mehr passieren eigentlich. Sollte nicht mehr, schade. Jetzt mal Eckball für ihn. Ah, den hat Fettklo. Dann dürfte genau auch Halbzeit sein. Boah, sehr schön. Sehr gute erste Hälfte. Mit meinem Silberteam hier. Ja, ich denke auch verdient auf jeden Fall die Tore. Und das Ergebnis auch. So, mal gucken, wie er jetzt reagieren wird. Was er jetzt macht. Geht der offensiver oder bleibt er so, wie er es bisher gemacht hat? Ah, Mist. Scheiße. Ich dachte, da kommt der Innenverteidiger noch hinzu. Dürfte ich. Oh Gott. Keine Fehler hier. Cohen, der den Ball nicht bekommt. Oh Scheiße. Oh, Red Klo. Nein. Nein, nein, nein. Oh, sehr schöne Parade. So, Eckball. Aufgepasst. Klärt Wettklo. Das macht den Unterschied zwischen einem Erst. Also zwischen einem Goldkeeper und einem Silberkeeper. Ein guter Keeper hätte den Ball einfach aufgefangen. So, Kontersituation für mich. Hat er mir förmlich geschenkt. Nein! Hat er seinen Fuß noch dazwischen bekommen. Mann. Bittencourt wieder auf Marika. Ah, Mist, der Pass war schlecht. Der Pass war richtig schlecht. Oh Mist, da kann ich den Ball auch nicht abnehmen und da daneben. Aufpassen hier weiterhin. Ne, 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 nicht mit mir, Kumpel. Komm, Dembélé. Sehr schön. Marika. Ach, Mist. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Boah, hat abgefangen. Aber habe ich noch. So. Dembélé mit der Flanke. Eckball. Gut. Sehr schön. Boah. Diego. Und Tor. Sehr, sehr schön. Maletzas. Geil. Sehr gute Flanke von Diego. Und der Kopfball ebenfalls sehr gut durchgesetzt. Und 4:1. Gegen eine Goldmannschaft, wohlgemerkt. Mit meiner Silbermannschaft. Ja, der Pass war nicht dolle. So, was macht er jetzt? Er geht jetzt voll offensive wahrscheinlich. Würde ich zumindest so machen. So. Oh, den Pass wollte ich eigentlich nicht spielen, aber okay. Oh. Aufpassen. Oh, gut abgefangen, sehr gut. Nordweit war das. Marika, nein, schade. Ah, aufpassen. Oh, scheiße. Ja, aber so wird das auf jeden Fall nichts. Oh Gott.
lasse mich immer wieder zu Fehlern hinreißen. Na, was versucht er da? Na, so wird das nichts. Abstoß. Boah, und dann werden wir wahrscheinlich auch dieses Spiel hier gewinnen. Genau wie das in Anführungsstrichen letzte Spiel. So. Was kommt von ihm jetzt noch? Ist die Frage. Oh weia, was war das denn für ein Pass? Auf jeden Fall nicht gut. So. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Gott. Vielleicht hätte auch machen können. Dembili verliert den Ball. Oh, der Pass kommt sogar an. Oh Gott, er setzt sich durch und er macht das Tor. Diego. Ja, okay. Nehme ich mal jetzt so hin, das Tor. Schaden tut's mir ja noch nicht. Aber trotzdem sollte ich aufpassen. Schmidt, geil. Flanke, nichts. Oh, schade. Schuss. Ah, Mist, abgefälscht. Sollte vielleicht eine Spur defensiver rangehen. Boah, den hätte ich ihm abnehmen müssen. Da bin ich schön vorbeigelaufen. Nordweit. Och, Mist. Mist, kommt auch nicht durch. Mist, Mist, Mist. Sag ich heute auch 100 Mal irgendwie. Jetzt vielleicht auch mal eine gute Flanke. Nicht. Guter Schuss. Noch ein Schuss. Wow, aufpassen. Wettklo, Wettklo. Mann, 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 Mann. Das geht aber nicht hier. Oh, ich lasse mir die Bälle auch heute aber abnehmen hier wie sonst was. Aber er auch. So, wie wär's mit Marika? Was macht er jetzt hier? Oh nein, zu weit. Schade. Aber was hat er mit dem Keeper da gerade gemacht? Das fand ich sehr interessant. War auf jeden Fall extrem riskant, was er da gemacht hat. Aber egal. Und das Spiel dürfte eigentlich für uns jetzt entschieden sein. Wenn er es nicht noch wie Dortmund macht, gegen Malaga. Ne, das war's. 4:2 gewonnen, sehr schön. Boah, Mann. Oh, bin ich müde. Oh, scheiße. Jetzt hätte ich fast noch die Box runtergeschmissen. 579 Münzen, 4:2, guck mal in die Spieldetails, zack. Oh, er hat doch nochmal ganz schön aufgeholt in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen. Aber seine Chancen waren jetzt nicht wirklich überragend. Und ich denke, ich habe verdient gewonnen, wenn man das Spiel gesehen hat. So. Ist es denn jetzt schon eigentlich der Klassenerhalt? Ja, der Klassenerhalt ist es auf jeden Fall schon mal. 4 Spiele habe ich aber noch, um hier noch den Pokal zu gewinnen oder aufzusteigen. Demnach verabschiede ich mich dann für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.